Hi ihr Lieben, jetzt bin ich draußen, ja, da oben spielt der Kleine ganz laut, ja, jedenfalls, hi, wir werden heute ein Roti Canai Sandwich machen, wie es schon im Titel steht. Jedenfalls, warum machen wir das? Weil ich dieses Jahr in Malaysia war, Anfang des Jahres, und mir aufgefallen ist, dass eine neue Sandwichkette aufgemacht hat von J2. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jedenfalls kennt ihr ihn bestimmt aus The Green Hornet. Ist schon ein Weilchen her, aber fand ich jedenfalls gut, den Film. Ja, genau. Und klasse Film. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Das Sandwich, genau. Nicht den Film. Ja, nicht den Film, genau. Ja, Roti Canai Sandwiches sind es, wie schon gesagt. Und also wer es noch nicht kennt, Roti Canai ist so ein malaysisch-indisches Fladenbrot, was da ganz gerne zum Frühstück gegessen wird mit Currys, Dal und so weiter. Und das ist so richtig schön flaky und knusprig. Und dazu habe ich euch vor ganz, ganz, ganz langer Zeit mal ein Rezept gezeigt. Allerdings gibt es davon verschiedene Varianten, also wie man das zusammenfaltet. Und je nachdem, wie man das faltet, demnach ist auch die Struktur ein bisschen anders. Und wir werden heute die flakigere, ist das ein Wort? Ja. Die flakigere Variante machen. Also Faltvariante. Ja, aber dazu mehr. Ihr werdet dann sehen, was ich meine. Im Prinzip könnt ihr das Sandwich natürlich belegen, wie auch immer ihr wollt. Ich werde euch einfach zeigen, wie überhaupt das Ganze funktioniert, also wie es gemacht wird. Und dann zeige ich euch noch zwei meiner Lieblingsversionen, die ich selbst kreiert habe. Die erste Version ist mit Hähnchen und Satay-Soße. Das Rezept dazu, also zu der Satay-Soße, das kennt ihr auch. Das findet ihr jetzt hier oben verlinkt und auch nochmal unten in der Infobox. Und genau, das Hähnchen, das mariniere ich jetzt mit unserer Dragon Kiss Gewürzmischung. Aber ihr könnt natürlich auch passend dazu, ne, zur Satay-Soße, unsere Satay-Gewürzmischung nehmen. Und unsere beiden Gewürzmischungen, die gibt es jetzt auch wieder endlich zu kaufen. Und zwar bei uns im Asia Foodland Shop. Und das findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt. Ich habe dazu 400 Gramm Hähnchen, was ich in kleine Würfelchen geschnitten habe. Also so 1 bis 2 cm groß. Und dazu kommt jetzt 1,5 Esslöffel Dragon Kiss Mischung. Hier reibe ich jetzt noch eine Schalotte, etwas Ingwer, also so eine halbe Daumenlänge ungefähr, und eine Knoblauchzehe rein. Gut mischen das Ganze und dann natürlich marinieren lassen. Dabei gilt, also beim Marinieren, je länger desto besser, und ihr könnt es natürlich auch über Nacht machen. So, kommen wir jetzt zum Roti, also zum Sandwichbrot. Und da habe ich, wie bereits gesagt, einfach das Rezept genommen, was ich euch schon vor einiger Zeit gezeigt habe. Das findet ihr hier und auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Falls ich schon mal gesagt habe, habt ihr es jetzt nochmal gehört. Ja, der Unterschied zu dem von früher ist, dass wir heute größere Rotis machen, also viel, viel größere. Das heißt, statt 16 Stück habe ich heute nur 6 Bälle aus dem gleichen Ansatz geformt. Also es werden auch richtig große Sandwiches bei mir, also die, ja, locker für 2 Personen, ungefähr so groß. Und wenn ihr sie natürlich auch kleiner haben wollt, könnt ihr das auch machen. Zum Beispiel für die Größe von die von J2. Da würdet ihr aus dem Ansatz einfach statt 16 bzw. statt 6 Bällchen 12 formen. Genau, und dann kriegt ihr ungefähr so eine Taco-Größe raus, würde ich sagen. Oder ein bisschen größer als ein Taco wird's. Und wie bereits erwähnt, werden wir sie diesmal nicht nur anders aufteilen, sondern auch anders formen. Wir verteilen auf unserer Arbeitsfläche und auf unserer Handfläche etwas G, drücken die Teigbällchen mit der Hand flach und ziehen sie, bis sie richtig dünn sind. Und hier macht es auch nichts, wenn es ein bisschen reißt. Es ist wichtig, dass es richtig schön dünn ist. Und wenn wir unser Teigstück so richtig schön flach hinbekommen haben, verteilen wir darauf etwas G, nochmal. Und ich mag es auch, wenn so Schnittlauchstückchen im Brot drin sind. Und deswegen, ja, habe ich hier schon mal ein bisschen Schnittlauch vorbereitet und den verteilen wir schön darauf. So zusammendrücken bzw. schaben. Zu einer Schnecke zusammenrollen.
die wir dann wieder flach drücken, bis wir ein rundes Fladenbrot haben. Also dieses typische Rotti-Muster, was dann nachher so richtig schön flockig wird. Aber man sieht schon dieses Flockige. Dann nehmen wir wieder ein bisschen Ghee, was wir in der Pfanne schmelzen und in der wir dann unser Brot braten. Und da braucht ihr natürlich für dieses große Brot auch eine große Pfanne. Und wenn ihr leider nicht so eine große Pfanne habt, dann ja, seid ihr eigentlich gezwungen, die kleinere Variante zu machen. Ja, und das Brot, das muss so lange gebraten werden darin, bis es so aussieht. Und natürlich flippen wir das Ganze und bräunen es so auch auf der anderen Seite. Ja, und das machen wir jetzt mit allen, bis wir komplett durch sind. Aber sind ja zum Glück bei diesen Riesen-Sandwiches nur 6 Stück. Bevor wir jetzt mit dem Zusammenbauen der Sandwiches anfangen, müssen wir natürlich noch die ganzen anderen Sachen weiter vorbereiten. Wie zum Beispiel das Fleisch, was wir gar braten. Und auch, also die weiteren, wie heißt es denn beim Sandwich, die Sachen, die man drauflegt? Den weiteren Belag. Toppings? Weiteren Belege. Belege. Genau. Toppings. Und Toppings hört sich für Sandwich falsch an. Egal, weiter. Also die anderen Sachen, die noch aufs Sandwich drauf kommen. Ja, und als andere Belege nehme ich noch Tomatenscheiben, Gurkenscheibchen, Salatblätter und auch Käse, was alles schon bereit liegt. Und dann kommt bei mir auf Sandwich noch Ei. Und da habe ich für 6 große Sandwiches 3 Eier verquält. Mit denen geht es auch direkt weiter mit den verquälten Eier. Und zwar geben wir wieder in eine eingegeete Pfanne ein ganz kleines bisschen Ei, so ganz dünn. Lassen das Ei ganz kurz garen, aber bevor es oben durch ist, kommt da ganz schnell noch das Rot hier oben drauf, damit es darauf natürlich auch schön haftet. Dann warten wir kurz und flippen unser Rotti dann. Warten ganz kurz, bis es sich zusammen flippen lässt und fangen dann direkt mit dem Belegen an, also in der Pfanne. Bei mir kommt zuerst der Cheddar-Käse drauf aufs Ei, dann die Soße, also wie schon gesagt Satay-Soße, also Erdnusssoße, aber nach malaysischer Art. Darauf kommt unser vorbereitetes Fleisch, also das mit Dragon Kiss. So, dass es schon ordentlich gefüllt ist, aber wir es trotzdem noch zubekommen. Also nachdem wir auch noch den anderen Belag drauf haben. Ja, und dann noch ein paar Tomatenscheibchen, etwas Gurke und Salat. Und da finde ich zum Beispiel immer ganz schön diesen Lolo Biondar oder Lolo Rosso. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, auf jeden Fall dieser Lolo-Salat. Lolo. Ja. Ich finde den Namen auch ganz putzig, ehrlich gesagt. Ja, und dann zuklappen und raus damit. Und wie schon gesagt, ist es ein großes Sandwich, aber es lässt sich natürlich ganz gut in der Mitte einfach teilen. Und wenn ihr euch fragt, warum ich nicht gleich die kleinen mache, es ist natürlich ein bisschen weniger Arbeit, wenn man die großen macht. Und wir machen das ganz gerne, dass wir einfach so halb-halb belegen. Und da wir es gerade von halb-halb haben, komme ich natürlich noch zu meiner zweiten Version. Und zwar ist die zweite Version auch mit Hähnchen, und zwar mit unserem Pong-Pong-Chicken. Das Video, das kennt ihr bereits, kam erst vor kurzem. Das findet ihr auch wieder hier und unten in der Infobox verlinkt. Das ist dieser, es fällt mir gerade auch ein, auch wieder Hähnchen und auch wieder Erdnuss. Aber es schmeckt einfach so gut. Erdnuss und Hähnchen. Jedenfalls dieses Pong-Pong-Chicken. Erdnuss-Hähnchensalat. Genau. Und da müssen wir einfach im Prinzip genau das Gleiche machen. Also genauso wie vorher auch. Erst das Ei, dann der Käse. Hier gebe ich jetzt keine extra Soße nochmal dazu, weil die Soße von diesem Erdnuss-Hähnchensalat reicht mir da persönlich schon. Wer will, kann aber natürlich trotzdem noch ein bisschen Soße dazu geben. Was ganz gut dazu passt, finde ich, ist zum Beispiel Mayo. Und dann belegen wir das Ganze wie vorher auch mit Tomatenscheibchen, Gurken und Salat und geben hier aber noch zusätzlich, bevor wir Salat drauf geben, nochmal Radieschen drauf. Ich finde, das passt einfach super dazu.
Ja, und obwohl es eigentlich, also beides sich erstmal jetzt ähnlich anhört, mit also beides Hähnchen, beides Erdnuss, ist es trotzdem, finde ich zumindest, komplett anders. Also schmeckt wirklich komplett anders und ist beides wirklich super lecker. Also probiert es einfach mal aus, es ist wirklich, ich lege es euch ans Herz. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Wie gesagt, vergesst nicht, es nachzumachen und schickt mir ganz viele Bilder zu. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Und nicht vergessen, asiafoodland.de, unsere Gewürze sind wieder da. Unten in der Infobox und der Knopf.